Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Karte Emo Thüringen. Wir ernten aktuell Sonnenblumen mit voller Kraft, weil Regen ist angesagt. Regen ist ungünstig für uns, also müssen wir ein bisschen Gas geben. Das sehen wir schon mal hier vorne rein. Ja, grau. Beim grauen Drescher schon mal vorweg. Weil der hängt ein bisschen hinterher, warum weiß ich auch nicht. Hier ist er gleich voll, der nächste ist auch wieder 60%. Versuchen wir wieder hier leer zu kriegen. Ne? Ist ja auch ein bisschen schwierig. Dann nächstes Mal haben wir einen stärkeren Traktor. Oh, gelöscht. Fahren wir gleich mal hinten ran. Ich glaube, nächstes Mal um den Acker rauffahren. Obwohl beim Einfahren war ich nicht dafür, weil, oder wenn es mal einen Grünstreifen jedenfalls immer fahren können. So, ich glaube ein bisschen weit weg. Genau. So muss es sein. Hinten voll. Ja. Ja, das ist eine irgendwie ist der Hänger zu hoch. Normalerweise nicht, das ist, wenn ich in der richtigen Stelle stehe, geht's. Und jetzt bei 80%. Wird ein bisschen was bringen hier im Verkauf. Wenn wir im Frühjahr verkaufen. Fritz, Objekt. Noch einen Namen. Roten Drescher. Wo gerade hier gerade Sirenen hier. Aber das Ende ist nahe. Die Arbeit meine ich jetzt. Ich meine, so kann man nicht meckern, die arbeiten sauber, ne? Da bleibt nichts stehen. Gut, beim Abtacken schon, ist eingestellt. Sobald der schwarze voll ist, ziehe ich ihn da ab. Ich muss eigentlich Gas geben, dann hier nicht Gas. Zum KMH. Wenn der schwarze voll ist, dann können wir aufhören mit dem Warten. Das ist 80%. Okay, früh ins Bett. Bin ich. Wenn wir gleich umspeisen.
Das ist normaler Helfer. Hier ist nichts weiter. Noch die Einheit, wenn wir mal den kleinen Streifen immer Schreck haben. Diesen hier. Nur noch zwei Kalbtreue kaufen im großen Format. Dann können wir nämlich hier zumindest mit drei versuchen zu streuen. Aber dann müssen wir das Geld für haben, ne? Oder ich mache Beladen mit Überlader mit Kalk. Dann nehmen wir zu und parken eben hier ein. Weil wegfahren können wir in aller Ruhe. Wenn einer arbeitet. Das ist ja CNC-Maschine. Dünger, das ist der. Den wollen wir mal leer machen und verkaufen. Machen wir den Dünger mal in den Silo rein. Die Wiese ist auch. Naja, da brauchen wir das Wachstumsstufe. Da müssen wir mal warten. Wird morgen der Fall sein. Morgen Ingame-Tag. Mal gucken, wie er das ausschmeißt. Ja, das habe ich gedacht. Okay. Wenn er rechts rausschmeißt, dann muss ich rechts ranfahren. Dann ist es im Grunde. Dich ranfahren. Quatsch. Schock gar nicht. Gut, dann probieren wir nicht weiter aus. Das machen wir einfach hier vorne hin. Okay, mal nix. So, den werden wir jetzt verkaufen. Eigentlich müssen wir noch irgendwo einen stehen haben. Müssen wir mal schauen, wo. Und 30.000. Das hat 30.000. Und Dünger wollen wir das nicht haben. Auf die Wiese geht auch kein Dünger. Werfen wir einen Dünger hier raus, dann können wir den später mit der Sämaschine wieder einfüllen.
der. Aber dann sollen wir einen stärkeren Traktor nehmen, der ein bisschen mehr Power hat. Und ohne Pflegebereifung zur Not. Dann füllen wir Kalk auf. Dann können wir den anderen, der andere ist glaube ich irgendwo da hinten nochmal, am anderen Feld, Nummer 60. Sieht zwar ein bisschen blöd aus, aber Funktion wird erfüllt. So. So. Weil der hat nämlich ein bisschen gesponnen. Das machen wir gleich leer. Ist egal. Richtige Richtung. Passt eh. Ich wollte ja im Frühjahr am zweiten Tag alles schön mähen und dann im Grunde wieder was aussehen. Das Brauchbare, was man im Frühjahr aussehen kann. Von Raps bis Gerste, Weizen, Hafer. So viele Früchte haben wir ja nicht. Soja wäre eine Option. Einfach irgendwie müde. Das ist eine Woche arbeiten, das ist nichts. Ich meine jetzt hier. Einer ist fertig. Und dem ist ein Helfer. Ja, das ist ja schon langsam und dann hält er hier an, wo der andere steht. Ja, die Funktion ist immer dann von Nachteil, ne? Stehen bleiben mal abladen. Gut. Denke auch nicht mehr dran. Ne? Ja, der war jetzt voll. Jetzt gehen wir gleich auf den schwarzen, nicht auf den roten. Gut, der andere ist leer. Ja, der fährt zur Sonderbank. Auch dem auch leer. Doch früher denke ich fertig, wie ich dachte. Einmal zu. Mal was trinken ganz kurz. Achso, ist ja nichts drin. Der große Nachteil bei diesem Schneidwerk für Sonnenblumen
Der ist nicht zusammenklappen. Zusammenklappbar. Das ist schlecht. Um extra einen Schneidwerkswagen zu kaufen. Oben mit dem blöd. Muss nur einen gescheiten Platz finden, wo ich hinstelle. Am besten vorher noch waschen und reparieren. Oh, das wird eng. Gewaschen werden muss er. Brauchen wollen wir nicht. Ja, Rost ansetzen hier. Stellen hier mal hin. Und dann. Das müsste eigentlich eine Samstagfolge sein. Einen schönen Samstag. Ja, Samstag. Kommen mir ab und zu durcheinander. So. Ist auch schön gefüllt. Machen wir hier gleich rein. Wenn er mit Nachfüllen klappen würde, würde ich jetzt sagen, lass mal einen fahren, aber ja, ich probiere es nochmal. Aber ich muss einen anderen Traktor nehmen. Der ist nicht zu schwach, den Messepacker so. Oder wie er heißt. Oh, ich leer. Ich dachte schon, hier wird gar nichts. Aber der Herbst ist voll eingebrochen, ne? Also Bäume sind schön gefärbt. Von rot bis gelb. Aber wenn das alles fertig ist, dann haben die Gebäude auch eine Schneemaske und sind dann weiß, die da hier jedenfalls. Aber wann das fertig wird, keine Ahnung. So, ja, prüfen werden sie auch noch wollen. Das ist ja, muss ja auch geprüft werden. Und wenn man einen Fehler findet, muss man den Fehler beseitigen. Besser als wenn man hinterher. Irgendwelche Fehler hat. Aber ich werde müde. Das gibt's doch gar nicht, naja. Früh steht immer blöd. Und ich persönlich bin nicht der Typ, der gerne früh aufsteht. So, jetzt fahren wir auch zum Waschen hin. Zumindestens da haben wir. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.